Wir sind ja programmiert worden in der Erziehung. Und ich werde jetzt noch nicht viel zu diesen Dingen sagen, weil wir erst ein paar Aufgaben machen, aber nur eine Vorinformation. Wenn wir geboren werden, bis zum Alter von 6 lernen wir das Menschsein als solches. Dazu gehört dann eben auch Muskeln bewegen, sensorisch und so weiter. Und von 6 bis 11 lernen wir die Kultur. Da entwickelt sich dann der kleine Papua so wie die anderen Papuas und der kleine Deutsche so wie die anderen Deutschen, außer wir bringen den Papua rechtzeitig nach Deutschland. Und da wird auch unser Wertsystem entwickelt, wobei es sehr interessant ist, wenn wir den nach Deutschland gebrachten Papua, wenn er 18 ist, sagen, er soll in seine Papua-Heimat zurückgehen, die ihm genauso fremd ist wie jedem anderen Kind, das hier programmiert wurde. Und damit hat das zu tun. Damit hat das zu tun. Wenn Sie glauben, Sie ärgern sich über Verhalten von anderen oder von sich selbst. Es ist nicht möglich, sich über Verhalten zu ärgern. Ist völlig unmöglich. Sie ärgern sich über ganz was anderes. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel dazu. Nehmen wir einen Menschen, der Verhandlungen führt, der mit wichtigen Leuten verhandelt, geht um viel Geld. Dann hat er einen Termin mit so jemandem, da wartet er und dieser Typ lässt ihn eine halbe Stunde lang warten. Die meisten von uns sind auf Pünktlichkeit programmiert, können uns also identifizieren mit dem armen Schwein und sagen, ich wäre auch sauer. Können Sie es nachvollziehen? Fein. Nehmen wir an, Sie sind der Verhandelnde und Sie erzählen mir, dass Sie morgen den ersten Live-Termin haben mit einem Herrn Mugumba und dass viel davon abhängt von diesem Termin. Und ich sage, ja, Mugumba, den kenne ich. Und Sie sagen, was, erzählen Sie mir doch was, weil je mehr ich weiß über den Menschen, desto besser kann ich mich einstellen auf ihn. Und ich sage, ja, der Herr Mugumba kommt aus Westafrika. Und Westafrikaner haben einen anderen Bezug zu Zeit als wir. Die messen Zeit zum Beispiel nicht in Nanosekunden. Und im Übrigen gibt es andere soziale Rituale in der westafrikanischen Kultur. Und wenn wir über soziale Programme und Rituale anderer Kulturen hören, dann neigen wir dazu, so ein bisschen müde von oben herab zu lächeln. Aber ich garantiere Ihnen, die Westafrikaner finden es genauso albern, dass wir vor 30 Jahren Riesendebatten hatten, ob oder nicht man die Erbsen mit dem Messer auf die Gabel schieben darf. Da haben die auch wenig Verständnis für. Und ein Westafrikaner wird zu einem Termin, der ihm wichtig ist, niemals in unserem Sinne pünktlich erscheinen. Auch nicht, wenn er in London auf dem College war. Weil er sagt, unbewusst, das sind ja Programme, die nicht unbedingt in Worte gefasst werden, die wir nur leben. Er sagt, wenn ich pünktlich erscheine in dem Sinne, dann hänge ich mein Interesse heraus. Und wenn ich mein Interesse heraushänge, schwäche ich meine Verhandlungsposition. Also wird er 20, 25 Minuten später so beiläufig hereingeschlendert kommen. Spannend wird es, wenn 2 Westafrikaner verabredet sind. Und wenn er jetzt mit unserem Bekannten verabredet ist, und der weiß das jetzt, ist er froh und dankbar um jede Minute, die Herr Mugumba später reinkommt. Zeigt es ja sein Interesse. Das Verhalten ist dasselbe, der Mensch kommt zu spät. Das Einzige, was sich geändert hat, ist Ihre Erwartungshaltung. Also erste Lektion für heute. Ärger entsteht immer und nur, wenn Sie eine Erwartungshaltung hatten, die enttäuscht wurde. Und wenn wir sagen, Entbindung heißt, dass die Bindung aufhört, dann heißt Enttäuschung natürlich nur, dass die Täuschung aufhört. Das heißt, wenn es eine Diskrepanz gibt zwischen unserer Erwartungshaltung und der Realität, dann drehen wir durch. Und viele unserer Erwartungen wurden in uns hineinprogrammiert. Manche entstanden auch vor 3 Minuten erst. Und weil wir nicht flexibel genug sind im Geist, mit etwas Unerwartetem, Chaotischem, Unprognostizierbarem umzugehen, müssen wir uns dann ärgern. Und der Gehirnbesitzer ist diesen Prozessen hilflos ausgeliefert. Der trägt seine Gehirne im Schädel spazieren. Dann muss er immer leiden, von Beruf Opfer. Der Gehirnbenutzer kann mit diesem Wissen verdammt viel anfangen. Soweit nur vorläufig dazu, wenn Sie sich also aufregen über jemanden, dann hat das mit Ihnen was zu tun, viel mehr als mit der Person. Er bringt das Beispiel von einer Bushaltestelle. Es ist sehr kalt, 2 Herren stehen an der Bushaltestelle, beide wissen, dass es kalt ist. Und sagt der eine zum anderen, kalt heute, was? Sagt der andere, genau, und jetzt sind sie beide erleichtert.
Und wenn Sie wieder mal nachdenken über Leute, die Ihnen auf den Geist gehen, weil die über Dinge reden wollen, die Sie überhaupt nicht interessieren. So vielleicht eine Nachbarin, die immer über die Nachbarn herzieht und wer wann den Rasen mäht oder weiß ich was. Und es ödet Sie an, weil Sie sich gerade mit Quantenphysik befassen und weil Sie viel lieber darüber reden würden. Das halten Sie für wichtiger. Was immer den Menschen zurzeit bedrückt, muss er ausdrücken. Und Wolf Schneider zeigt in seinem Buch Wörter machen Leute, dass Sprache nicht nur die Funktion hat, sich mitzuteilen, sondern dass eine ganz wesentliche Funktion von Sprache ist, etwas auszudrücken, etwas in Worte zu fassen, damit wir es fassen können. Nehmen Sie Ihr Blatt Papier und teilen Sie es in 5 ungefähr gleich große Stücke. So, ich nehme an, Sie sind soweit. Ich bitte Sie jetzt um Folgendes. Dieses hier sind Symbole. 2-mal Minus für jemanden, den Sie absolut nicht leiden können. Eine Person, bei der Sie sagen, noch nicht schreiben, ich erkläre es erst, bei der Sie sagen, da muss ich zu viel leiden, darum kann ich die nicht leiden. Jemand, der Ihnen zu sehr auf den Geist geht. 1 Minus wäre eine Person, die Sie nicht besonders mögen. Neutral, sachlich neutral, kleine 0. Jemand, der ganz nett ist, würde 1 Plus kriegen. Und jemand, den Sie lieben, in welch immer Sinne Sie das definieren, würde 2 Plusse kriegen. Und jetzt verteilen Sie auf diese Spalten oben ein Doppelminus, ein Minus, ein sachlich neutral, ein Plus und 2 Plus. So, und das ist ganz persönlich privat. Ab und zu bitte ich Sie mal, mir die Bladeln zu geben, weil wir die auswerten werden, aber das nicht, sage ich vorher an. Ganz persönlich privat. Notieren Sie hier eine Person, die Sie absolut nicht ausstehen können und schreiben Sie dann daneben, warum. Was stört Sie an dieser Person? Was geht Ihnen so auf den Geist? Was finden Sie so nervend? Für jede Kategorie eine Person Namen und kurze Begründung, bis das Blatt mit 5 Namen gefüllt ist. Dann knicken Sie jetzt Ihr Blatt so, dass man die Namen nicht mehr sieht. Knicken Sie die Namen nach hinten. Dann bleiben nur die Begründungen sichtbar. Dann gehen Sie das erste Mal in die Kleingruppe, 3 Minuten lang, und vergleichen Sie diese Gründe miteinander. Haben Sie ähnliche Dinge, die Ihnen bei irgendwelchen Leuten auf den Wecker gehen? Und ähnliche Dinge, die Sie gerne mögen an verschiedenen Menschen? Finden Sie da viele Überschneidungen oder nicht? 3 Minuten Kleingruppe. Ich mache mal meinen Standardsatz von Kleist in einem bei Jena gelegenen Dorfe. Erzählte mir eines Tages der Gastwirt, dass sich mehrere Tage nach der Schlacht, nachdem die Franzosen, die das Dorf für besetzt gehalten ist, umzingelt hatten, ein einzelner preußischer Reiter bei ihm gezeigt hätte und versicherte mir, dass, wenn alle Soldaten, die an jenem Tage mitgefochten, so tapfer gewesen wären wie dieser eine, die Franzosen hätten geschlagen werden müssen und wären sie 3-mal stärker gewesen, als sie in der Tat waren. Punkt. Das war ein Satz von Kleist. Wie ist jetzt mit dem Ton? Ist es schlechter geworden? Haben Sie viel Übereinstimmungen festgestellt oder haben Sie festgestellt, dass manche Leute sich über Dinge ärgern, die sie gar nicht ärgern würden an anderen Menschen und umgekehrt? Oder waren viel Übereinstimmungen? Waren viel Übereinstimmungen, das heißt, dass sie kulturell recht heterogen sind? So, 2. Aufgabe. Sie kennen wahrscheinlich mein Inselmodell, wenn nicht, tun wir mal ganz kurz in den Raum stellen. Stellen Sie sich jeden Menschen vor, als in einer unsichtbaren Insel lebend. Die enthält all unsere Erfahrungen, unsere Erwartungen, unsere Hoffnungen, Wünsche und so weiter. Das ist quasi unsere Persönlichkeit. Und wenn Sie sich mit jemandem unterhalten, beruflich wie privat, je größer die Überschneidung in den Inseln, desto leichter fällt die Kommunikation. Desto weniger flexibel müssen Sie sein, sagt ja der Mensch das, was Sie auch sagen würden. Denkt der Mensch so, wie Sie auch denken würden. Reagiert der Mensch ähnlich, wie Sie reagieren würden. Diese Unterhaltungen finden wir faszinierend und die beschreiben wir als fruchtbare Diskussionen und so weiter. Und Verhandelnde halten das dann für Verhandlungserfolge und Chefs für Motivationserfolge. Dramatisch wird es natürlich, wenn die beiden Inseln sich nicht überschneiden in diesem Punkt zu diesem Thema, worum immer es gerade geht. Dann müssten wir ja die Brücke bauen
zu diesem anderen Menschen, wenn wir derjenige sind, der was will vom anderen. Und das fällt uns sehr schwer. Ich zitiere in dem Zusammenhang sehr gerne einen Satz von Josef Ratner aus seinem Buch Der schwierige Mitmensch. Da steht, man darf sarkastisch feststellen, dass der Mensch inzwischen die Distanz zum Monde überwunden hat, aber immer noch daran scheitert, zu seinen Mitmenschen zu gelangen. Ist ja auch viel schwerer. Jetzt überlegen Sie mal, in unserem Grundgesetz steht tatsächlich drin, dass jeder Mensch das Recht hat auf eine eigene Meinung. Das ist schon toll. Es steht auch drin, dass jeder Mensch das Recht hat, diese eigene Meinung zu äußern. Es steht nicht drin, dass wir irgendjemanden respektieren müssen für eine Meinung, die von unserer abweicht. Das haben wir leider vergessen hineinzuschreiben. Darauf bezieht sich jetzt die nächste Übung. Von 100 Personen, mit denen Sie Kontakt haben, beruflich wie privat, von 100 Personen, wie viele finden Sie sehr angenehm, wo Sie also viele Überschneidungen haben? Wie viele sind pflegeleicht für Sie, aus Ihrer Sicht? Und mit wie vielen haben Sie Probleme? Schätzen Sie mal ganz grob, statistisch, das ist jetzt nur ein Geraten, eine Zahl, die auf Ihrem Gefühl basiert, von 100 Personen, mit denen Sie Kontakt haben, wie viele finden Sie schwierig? Mit wie vielen haben Sie Probleme, die Sie zumindest bis heute möglicherweise dieser Person voll angelastet haben? Was kann ich dafür, dass das so ein fieser Knopf ist?